Reinkarnationstherapie ist eine Therapie, in der ich mir erstmal anschaue, wo habe ich schon gelitten, wie viel habe ich schon gelitten, sodass ich dann immer wieder sehe, in diesem Leben leide ich ja immer noch. Ja, dann kriegt man ein gutes Gefühl und sagt, ach, ich bin ein armer Kerl. Und dann gehen wir aber dahin, schauen, wo setze ich Ursachen, dass ich später leiden muss. Also Reinkarnationstherapie als Erkenntnisprozess, wo ich selber nicht nur rein logisch, rational erkenne, das und das habe ich früher schon falsch gemacht, sondern selber fühle, erlebe, durcherlebe, richtig gefühlsmäßig. Ich habe eben ganz schlimme Migräne und keiner kann mir wirklich helfen. Ja, dann gehen wir in dieser tiefen Entspannung, er hat nichts mit Hypnose zu tun, es ist eine bewusste, tiefe Entspannung und schauen einfach mal nach, wo hast du denn früher schon Migräne gehabt, ruhig auch erstmal in diesem Leben. Und dann, wenn du es für möglich hältst, dass es so etwas gibt wie Reinkarnation, dann geh doch einfach mal in Gedanken, als ob du einen inneren Film selber drehst und schau mal hin, wo du Migräne gehabt hast. Und dann kann es durchaus sein, dass er zum Beispiel sehr viel geschlagen wurde in einem sogenannten früheren Leben, ja? Oder dass er geköpft wurde. Und das ist dann schon eine sehr interessante Erfahrung, weil er selber etwas spürt. Ich bin ja doch ein armer Kerl, ich war immer Opfer und viele haben mich damals schon nicht gemocht, so wie in diesem Leben vielleicht. Und dann gehen wir aber einen Schritt weiter und sagen, okay, mein lieber Freund, jetzt schau mal hin, geh mal in ein früheres Leben davor, wo du selber die Ursache gesetzt hast, dass du später dann immer wieder Kopfprobleme bekommen hast. Und dann wird das Unterbewusstsein des Menschen hört, er macht das natürlich nicht so gerne und möchte nicht gerne zugeben, dass man früher vielleicht selber mal Fehler gemacht hat. Aber da führen wir ihn dann sanft, aber doch deutlich dorthin, sodass er sich selber erlebt, dass er zum Beispiel anderen Leuten immer auf den Kopf geschlagen hat, ja? Oder vielleicht sogar mit einem früheren Leben andere Leute geköpft hat. Und dann gehen wir wieder hin in das Jahr 2011 und schauen mal, was machst du denn heute immer noch? Machst du eventuell dieses Spielchen vielleicht auf einer etwas feineren Ebene immer noch? Und dann wird dem Patienten in der Regel von ganz alleine völlig klar, okay, ich muss mich ändern. Also Reinkarnationstherapie im Grunde als Prozess der Selbsterkenntnis. Ist sicherlich eine ganz wichtige Rolle, sich selbst zu verzeihen. Das heißt, wenn ich immer mehr erkenne, was ich nicht nur in diesem Leben, auch in einem sogenannten früheren Leben schon Mist gebaut habe, das zu sehen, zu akzeptieren und dann irgendwann zu verzeihen. Also mir selbst, aber auch allen anderen. So wie in diesem Leben, meinen Eltern. Ja? Weil wenn es keinen Zufall geben sollte in diesem Universum und man sagt eigentlich, dass es den nicht gibt, dann heißt ja, alles, was geschehen ist, ist richtig. Also auch selbst, wenn du früher Fehler gemacht hast, akzeptiere es. Es war halt dein Entwicklungsweg. Aber bemühe dich, jetzt wenigstens irgendwann mal aufzuhören.